Salut miteinander, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von RBBQ. Heute machen wir etwas mit Geflügel, und zwar ein Roadkill Chicken, also ein überfahrenes Bulle. Früher haben wir dem Bulle American gesagt in der Gastronomie. Heute ist halt alles anglifiziert und darum heisst es Roadkill Chicken. Wie wir das machen, zeige ich euch gerade. Als allererstes machen wir unsere Marinade parat. Für das brauchen wir Joghurt. Das ist jetzt selber gemachtes Joghurt. Könnt aber auch gekauft nehmen. Das sind vielleicht etwa 1 Deziliter. Dann ein Barbecue Rub nach eurem Gusto. Nehmt da genug. Ein grosses Bulle braucht da viel Gewürz. Tun wir das vermischen. Joghurt und Fleisch ist eine gute Sache. Die Säure vom Joghurt, Enzyme machen das Fleisch weich. Wenn es aber zu lang marinieren lässt, dann wird das so muschi, so grieselig. Und das wollen wir nicht. Vor allem im Bulle ist das so. Darum lange, dass wenn wir das 2 Stunden marinieren und dann auf den Grill gehen. Mein Bulle, da schneide ich da die Tipps ab, die Flügel. Die verbrennen euch sowieso auf dem Grill. Da können wir es nämlich gerade wegnehmen. Ich nehme ein Sagi-Messer. Geht einfach am besten. Jetzt kehren wir so um. Da innen habt ihr das Rückgrat. Das muss raus. Für das setze ich in der Mitte an. Leicht schräg. Tönt ein bisschen grusig. Und das gleiche Spiel auf der anderen Seite. Das ist ein bisschen ein Kampf am Anfang. So. Jetzt haben wir hier den ganzen Rücken raus. Den könnt ihr behalten und Suppe daraus machen. Sei euch überlassen. Das Bulle drehen wir jetzt wieder auf den Bauch. Jetzt drücken wir da einmal das Brustbein richtig ab, bis es knackt. Das hat es, damit das richtig flach ist. Eben Roadkill, überfahren, flach. Früher habe ich gelernt, die Haut vorziehen, einen Schnitt machen. Jetzt stecken wir da ein Schenkel noch dazwischen drin. Jupp. Da genauso. So. Flügel, die lassen wir jetzt halt einfach so bambeln. Wir können das auch noch binden, braucht es aber eigentlich nicht. Jetzt nehmen wir unser Hühnchen, legen es hier auf eine genug grosse Form. Jetzt das Backblech. Jetzt kommt unsere Marinade drüber. Das reiben wir jetzt schön überall ein, gleichmässig. Drehen wir es mal um. Auch von dieser Seite noch schön einstreichen. So, und das kommt jetzt so wie es ist, 2 Stunden in den Kühlschrank und dann ab auf den Grill. Mein Bulle hat jetzt 2 Stunden können marinieren. Ich habe noch ein bisschen Barbecue Rub oben drauf gestreut. Der Grill hat etwa 200 Grad. Jetzt legen wir das Bulle einfach so wie es ist. Und machen den Deckel zu und drehen das alle 10 Minuten einmal drehen.
So, in der Zwischenzeit ist 3/4 Stunde vergangen. Jetzt hat sich da noch Kartoffelspiessel dazugesellt, ein bisschen Maiskölbli, ein paar Peperoni. Und das Bullet drehe ich fleissig. Ja, das braucht noch ein bisschen. Mein Roadkill Chicken ist nach einer Stunde auf dem Grill fertig. Ebenso der Mais, Kartoffel und Peperoni. Jetzt schneide ich hier einfach mal ein Stückchen aus der Brust raus. Huhu, heiß ist es. Mit ein bisschen Haut. Ei. Werde ich mir sicher die Schnurren verbrennen. Mein Roadkill Chicken war super saftig, vor allem Brust. Ich würde sagen, probiert das aus. Viel Spaß beim nächsten Mal. RBBQ. Tschüss zusammen.